Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Lunar Silver Star Story Complete. Im letzten Part waren wir ja in der Höhle des Blauen Drachen und das haben wir geschafft. Jetzt sind wir wieder in Leiten zurück und werden mal als allererstes Bericht erstatten gehen, denke ich mal. Das halte ich für sinnvoll. So, wo haben wir denn den... Hier war die Hütte von diesem Chef. So, was gibt's denn zu sagen, mein Freund? Alex, we too felt the loss of the blue dragon, but don't mourn his loss. Just as our song returned to us, so shall the dragon's soul. Only the black dragon of the east remains to be met, Alex. Ja, der schwarze Drache, den werden wir als nächstes aufsuchen. Go now, green-eyed boy. Your gold is firmly within your grasp. Okay, der schwarze Drache soll im Osten sein. Ja, bevor es allerdings zum schwarzen Drachen geht, möchte ich gerne unsere... Ja, Items auffrischen. Heil-Items, Starlights und so weiter. Ich glaube, die hatten wir aber sowas gar nicht. Das ist ja... Genau. Ja, doch, Heil-Items gibt es hier. Okay. Dann wollen wir mal wieder... wie viele kaufen wir? Mindestens 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Okay, es waren jetzt mehr als 20, aber egal. Wir haben ja ordentlich Kohle gescheffelt. So, raus hier. Und dann gibt es... Wir kaufen in Vane. Genau, in Vane kaufen wir... die Starlights ein. Bisschen Vorbereitung muss ja auch sein in so einem Spiel. Denn sonst stehen wir am Ende dumm da. Und das wollen wir ja auch nicht. So, hier dürfte das sein, denke ich mal. See here, no less a figure than Mia Ansa herself shops here. My wares are clearly the best. Aber es ist der falsche Laden. My establishment is the official item shop of the Magic Guild. Das freut mich für dich, aber das war der Laden, wo wir rein wollten. Ja, genau, und das hatten wir schon im letzten Part, was die sagt. Das brauchen wir nicht mehr. Wir kaufen jetzt Starlights ein und davon kaufen wir, ja, 10 Stück auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Inventory, oh, Inventory full. Ich wusste gar nicht, dass sogar bei 0 das Inventory voll sein kann. Heiliger Vater. So, dann wollen wir mal schauen. Bei Norl ist das Inventory voll. Dann müssen wir mal ein paar Sachen verkaufen gehen. Ich glaube, die Sachen verkaufen kann man, glaube ich, überall. So, dieses Garbage Candlet, das gibt eh nur 10. Die Heilringe wollen wir noch behalten, den Angel Ring auch. Verkaufen können wir nur Fortune Cane. Naja, das können wir verkaufen. Den Ice Pendant, ja, den verkaufen wir auch. Ah, den können wir nicht verkaufen, okay. Sonst haben wir hier keine. Also diese ganzen... Anti-Poison-Teile verkaufe ich jetzt auch mal. Das benutzen wir doch sowieso nie.
müssen so ein bisschen Platz schaffen hier. Das Cleansing Water, das, achso, das Paralyse. Okay, machen wir mal so. Und jetzt, können wir hier noch was verkaufen. Achso, er muss ja seinen Dragon Master Helm muss er noch aufsetzen. Das werden wir gleich machen. Dann verkaufen wir erstmal hier den. Diesen Helm. So, das Crystal Bracelet wird verkauft. Den Eisstab behält mir ja noch, aber das Armlet kommt weg. Okay, und die Rainbow Tiara kann auch weg. Und den Flammenring, ah, den können wir nicht verkaufen. Okay. Dann sollten wir Alex jetzt mal seinen Drachenhelm aufsetzen. Genau. Sehr schön. Gut, ich denke, dann sind wir soweit. Und werden jetzt mal uns auf zurück nach Leiden machen. Genau. Und raus. So, man sieht hier auch oben jetzt sehr schön den Turm, den hat man vorher nicht gesehen, wo er sich erhoben hat. Und da geht es weiter. Ach Mist, da muss ich andersrum, aber ich habe auch das hier nicht vergessen, also das machen wir auf jeden Fall noch. Hier unten rein zu dem, aber das ist so schwer, das werde ich glaube ich erst machen viel später. Jetzt geht's erstmal direkt weiter in Richtung Schwarzer Drache. Der letzte der Drachen. Ich bin sehr gespannt für euch, wie es denn weitergeht. So, schauen wir mal. Jetzt können wir auch hier lang. Und da kommen auch schon wieder Gegner. Wie immer. Octoplant. Naja, okay. So, was machen wir mit mir? Versuche mal. Moment, was kostet das? 13 gleich und der Flammenring kostet nur. Ob das überhaupt nötig ist, glaube ich nicht, aber ich mach mal. So. Check this out. Okay, das haut da nicht allzu viel rein. So, mal schauen, was der Flammenring bringt. Ja, das war sehr gut. Gut, dass ich den gemacht habe. So, jetzt schauen wir mal auf den Wegweiser. Hallo? South Tamur. Und was zeigt der andere an? South Tamur. Dann gehen wir erstmal nicht nach Süden, sondern auf die andere Seite. Mal schauen. Ein Pilz. Shrieker. Das klingt ja lecker. So, dann werden wir das gleiche wie eben machen. Blitzangriff und Flammenring. Dann hoffen wir mal, dass es auch bei denen reicht. So, mal schauen. Jawohl, der Flammenring, der haut immer gut rein. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Überhaupt keine Probleme und Karl gibt gleich einen neuen Level. Und Jessica ebenfalls. Sehr schön. Oh, Jessica hat irgendwas gelernt. Da werde ich gleich mal nachsehen, was sie gelernt hat. Das könnte interessant sein. Ähm,
Ah ja, Sina Litany. Litany. Also eine Vollheilung für einen, das ist sehr gut. So, auf welche Level sind wir denn jetzt? Wir sind Level 31. Okay, Mia und Nash müssen noch Level 31 werden. So, was steht denn hier auf dem Wegweiser? Halt, was? Danger ahead, turn back. Okay, Gefahr voraus, umdrehen. Das werden wir nicht machen, aber wir werden zur Sicherheit einmal speichern. So. Okay. Ah, hier ist eine Truhe, Starlight, das ist sehr schön. Was ist hier? Ach komm, ich mach dich. Octoplant, ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Da haben wir die Teile ja schnell erledigt. Dürfte also keine größeren Probleme bereiten. Und für Nachschub an Magiepunkten haben wir ja auch gesorgt. Da kann nichts schief gehen. So, das dürfte jetzt schon das Ende sein von den Viechern. Ganz genau. So, jetzt werden wahrscheinlich Nash und Mia beide Level-Ups bekommen, ganz genau. Sehr schön. Jetzt sind wir alle Level 31. Jetzt gehe ich erstmal... Okay, da ist noch so ein Viech. Und noch ein Viech. Okay. Ich nehme sie jetzt erstmal alle mit. Ich bin im Moment recht entspannt. Okay, hier ist natürlich jetzt... Das wird ein bisschen schwieriger werden, weil es mehr Pilze sind. Aber ich denke mal, das dürfte machbar sein. Wahrscheinlich werden wir erstmal nach Tamo gehen müssen. Es wird ein neuer Ort sein. Oh, das ist sehr schön. Der trifft jetzt wahrscheinlich sogar alle. Ja, fast alle. Ach, jetzt macht Kyle auch schon dreimal zuschlagen. Jawohl. Nash ist paralysiert. Das ist nicht gut. Okay, jetzt ist er immer noch paralysiert. Das ist jetzt aber nicht... Ah, das ist aber nicht so schlimm, weil... Ich denke mal, die sind jetzt gleich weg vom Fenster. Eieiei, der hält ja doch noch einiges aus. So, das war's. So, Nash werden wir gleich heilen. Das ist immer besser als im Kampf. Und der braucht... So, ist fast voll. Eieiei, gleich zwei. Große Hornissen. Na, die dürften doch nicht so das Problem werden, denke ich mal. Schauen wir mal. Check this out.